Jetzt einige Tucholsky-Texte. Als erstes Danach. Es wird bei einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht nur noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun einen Gentleman. Na und denn? Dann gehen die beiden brav ins Bett. Na ja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht kissen. Die können doch nicht nur immer pennen. Na, und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, denn kriegt das junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch, die Milch läuft über, dann macht er Krach. Dann wehnt sie drüber. Dann wollen sich beide jänzlich trennen. Na, und denn? Denn ist das Kind nicht auf dem Damm, dann bleiben die beiden doch zusammen. Sie quälen sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonder Haare, vorm doof und hinten Minoren. Na, und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab, der Olle macht nun auch bald schlapp. Vergessen Kuss- und Schnurrbartzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit? Als er noch scharf auf Muttern war, das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der alte Mann denkt so zurück. Was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet.